wir hier und jetzt gehen gemeinsam durch diese 8 Stunden. Und ich sage Ihnen, Sie sind ein vorbildliches Publikum. 8 Stunden? Boah, Sie können gar nicht genug bekommen. Sie wollen alles. Sie wollen in den Sog des Mythos hinein, sich ihm hingeben und nicht nur eben schnell mal ein paar Infos updaten, kurz oberflächlich bei Wikipedia oder so. Nein, Sie wollen leben. Und nicht nur das, Sie leben die Figuren mit. Sie haben das Zeug dazu. Sie sind Cassandra, Orest, Clytemnestra, Elektra. Denn bei aller herrschenden Gewalt und allen Strapazen des Alltags, von welchen Sie wie von den albtraumhaften Armen einer haushohen Krake umschlungen sind, da nehmen Sie Ihr Schicksal an, das die Götter Ihnen auferlegt haben. Die Orestie! Scheinbar strahlt das Mimetische des antiken Dramas auf mich ab. Die Krisenstrahlung des Aristoteles, die Rache des Eichhörns. Gibt es sowas? Oder markiert der noch lebende Autor meiner zeitgenössischen Texte hier und jetzt, dass es sich mit dem selbstreferenziellen Befragen der Kategorie Figur. Ich multipliziere mich! Und dem Bloßlegen der Konstruiertheit des Bühnendaseins lediglich, dass es sich hier und jetzt um satirische Wirklichkeitsbefragung handelt, in meinem Part. Also alles eine Farce, über die es zu lachen gilt. Was fangen wir an mit unserer Zeit, die noch bleibt, wenn einem nicht alles egal ist? Zum Beispiel. Bei der Umwelt, ganz einfach und banal, da läuft die Sanduhr des nicht umgesetzten Pariser Klimaabkommens weiter ab! Ist das gut? Reicht das aus? Und da ist wieder eine der ganz großen Überschriften dieses Abends. Was fangen wir an mit unserer Zeit?